Hallo und herzlich willkommen, fühlt euch gegrüßt. Sandra mal wieder mit einem Video. Genau. wie ihr mitgekriegt habt, habe ich am Wochenende den Präsenzkurs seit ewigen Zeiten mal wieder gehalten in Bezug der Emotional Leasing Ausbildung. Und das war ein super schönes Wochenende und es hat riesig Spaß gemacht. Und eins der Themen, die aufgekommen sind, natürlich haben wir das im Rahmen der Ausbildung auch ganz klar besprochen, aber es war halt nochmal so gesondert, weil es so ein wichtiges Thema ist, war das Thema Angst. Und die Angst in Bezug auf unsere Tiere, beziehungsweise es war eher angefragt, dass eine Kursteilnehmerin sehr krass wahrnimmt, dass es so viele Hunde gibt in ihrem Umfeld, die das Thema Angst in sich tragen. Und da bin ich sehr gerne nochmal drauf eingegangen, auf dieses Thema, weil es für mich so wichtig ist. Tiere übernehmen von uns sehr gerne und meinen, sie müssten unsere Last tragen. Sie tun das, weil sie einfach bedingungslos lieben. Sie tun das, weil sie dir diese Last abnehmen wollen. Was sie nicht sollen und was sie nicht müssen. Dafür sind sie ja gar nicht da. Sie sind einfach als mein Freund, dein Freund, unsere Freunde auf dieser Welt und begleiten uns in unserem Leben. Was ich dann auch noch erkläre oder erklärt habe, ist einfach Energie und Schwingungen. Ja? Und das, was man halt aufnimmt aus dem Umfeld, also die Energie, die halt so global über uns kreist. Und das ist ja seit vielen Monaten das Thema Angst. Und die Angst ist ja irgendwie allgegenwärtig. Alle leben irgendwie in Angst oder viele leben in Angst. Ich habe das Thema nicht im System und ich bin da total froh drüber, dass es mich selber nicht betrifft. Aber die Angst wird ja im Außen sehr gefüttert, wird vom Außen sehr gehypt, ja, sodass viele Menschen, die das Thema in sich tragen, sehr damit konfrontiert werden. Und die Tiere übernehmen das natürlich vom Außen, vom Kollektiv, ja, von allen. Und sie übernehmen natürlich für ihr oder von ihren Besitzern. Bei den Besitzern ist es so, Angst ist immer noch ein Riesenthema in den Köpfen der Menschen beziehungsweise im Unterbewusstsein der Menschen. Wir sind alles Kriegsgenerationskinder oder Enkelkinder oder Urenkelkinder. Und haben über die Genetik, ja, das, was unser Familiensystem uns über die Genetik mitgibt, das Thema Angst ganz oft noch im Unterbewusstsein festsitzen. Die Kriegszeit, wenn Menschen in Kriegsgefangenschaft gesessen haben und Todesangst durchlebt haben, oder Frauen, die verlassen worden sind und nicht wussten, sehen sie ihren Partner irgendwann wieder oder nicht, Existenzangst, Todesangst, Bedrohung durch Bombeneinschläge und. Das waren ja die Themen, die damals die Menschen erlebt haben, die den Krieg miterleben mussten. Und das kann über Generationen weitergetragen werden. Ja? Über die Genetik, die Zellinformation ist das gespeichert. Ja? Jede Veränderung der Zelle ist gespeichert. Also auch so eine Information, die Angst bedeutet. Und das wird vielleicht mal eine Generation übersprungen. Das ist genauso wie in der Zucht. Ne? Wenn man sich mit Zucht ein bisschen auskennt, die Genetik wird vererbt. Das kann sein, dass es nicht bei jedem weiter vererbt wird, sondern immer eine Generation überspringt, aber beim nächsten halt wieder sehr präsent und da ist. So ist es für uns einfach wichtig zu gucken, habe ich das Thema Angst im Unterbewusstsein festsitzen? Ja, triggert mich diese Außensituation total? Ja, gehe ich da voll drauf steil oder gehe ich da voll mit rein oder, ja, kann ich mich mit nichts anderem beschäftigen, außer mit negativen Informationen, die ich den ganzen Tag brauche, um meine Angst zu füttern. Da muss man vielleicht einfach mal hingucken, weil diese Angst natürlich im Bereich Niere, Blase, also organsystemtechnisch, energetisch betrachtet festhängt. Aus der traditionellen chinesischen Medizin heraus weiß man, dass Organe Zustimmung haben zu Emotionen. Niere, Blase ist für den Bereich zuständig, alles, was mit Knochen zu tun hat, alles, was mit Gelenke zu tun hat,
alles, was mit den Zähnen zu tun hat und chronische Atemwegserkrankungen. Es kann also sein, dass du, wenn du eine energetische Störung in dem Organ hast, dadurch Krankheiten ihren Platz finden können, weil energetisch das Organ nicht mehr diesen Bereich schützen kann. Ich hoffe, das kann man jetzt verstehen, was ich da meine. Und somit, wenn die Unterversorgung innerhalb des Organs einfach da ist, dadurch, dass die Angst ist, die Liebe schwingt da. Ja? Die Liebe ist alles. Die hat die höchste Schwingung überhaupt. Und die Angst ist da. Angst ist Nullschwingung. Angst ist, ja, das, was dich runterzieht, das, was deine Energie runterzieht, das, was dich handlungsunfähig macht, das, was dich das Schöne auf der anderen Seite nicht mehr sehen lässt. Ja, es gibt ja so viel Schönes, weil wir müssen uns nicht mit dem ganzen Schlechten beschäftigen. Es sei denn, wir haben dieses Thema Angst in uns. Dann müssen wir das natürlich immer füttern. Wichtig ist, dass wir da hingucken und dass wir dann, wenn wir die Angst aus dem System rausnehmen, dem Organsystem bzw. dem, was das Organsystem halt steuert, auch die Möglichkeit geben, dagegen anzukämpfen, dass sich dort Krankheiten manifestieren, indem wir dann nämlich wieder 100% Energie reinbringen. Ich weiß, das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es aber gar nicht. Niere, Blase, Organ Niere. In der Niere befindet sich das Qi. Das Qi ist die Lebensenergie, die du mitbekommst auf deinen Lebensweg. Ja, es gibt 100% Lebensenergie, hat erstmal jeder. Und je nachdem, was er erfährt im Leben, was er mitmacht, wo er durchgeht, was er für Erfahrungen er sammelt, wie er sich ernährt, womit er sich beschäftigt, wie auch immer, also wenn dieses Thema Angst einfach da ist, wird natürlich auch deine Lebensenergie herabgesetzt. Ja, deine Lebensfreude, deine Energie, deine Motivation, dein Sein, dein Strahlen, dein alles. Ja, durch diese Angst wird das alles gemindert. Und wie gesagt, es haben Krankheiten die Möglichkeit, sich dann im Organsystem oder in dem, was es halt, für was es halt zuständig ist im Körper, festzusetzen. Also dadurch können dann Krankheiten sich manifestieren, so heißt das Ganze. Und ich finde es so wichtig, da hinzugucken. Ja, und gerade auch bei unseren Tieren, weil ich sag mal so, die wissen ja gar nicht, was global betrachtet gerade hier über uns drüber schwirrt seit anderthalb Jahren. Aber sie nehmen die Energien wahr von uns. Und da gilt es nochmal genau hinzugucken und die davor zu schützen. Ja, und wenn ihr Interesse habt, noch tiefer in das Thema reinzugehen, ich habe gerade einen neuen Termin platziert für nächstes Jahr im Februar. Ich habe also gesagt, den Kurs, ich muss das einfach machen. Ich muss das einfach machen, weil es halt so viele Anfragen gibt und so viel Menschen, die dann noch mehr hinterher gucken wollen und noch tiefer reingehen wollen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal für Februar schon mal den nächsten Termin platziert, aber das wird bestimmt noch weitere Termine geben. Ich muss einfach mal gucken, wie ich das alles zeitlich mache. Aber es ist für mich einfach ein so wichtiges Thema, das Ganze in die Welt zu tragen und euch immer weiter darüber zu informieren. In diesem Sinne mache ich jetzt mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Und wer weiß, vielleicht in meinem nächsten Emotional Leasing Ausbildungskurs. Bis dann. Tschüssi.